wir ein bisschen was aufgenommen, um da ein bisschen was vorbereiten zu können. Wäre prima, wenn man ein bisschen Erd aufnimmt. Ja. Ja. Wenn wir das wieder haben, dann würden wir vielleicht auch, ob die überhaupt jetzt so schnell reagieren können, das ist die Frage, ne? Zufrieden? Perfekt, ja. Danke. Wie lange haben Sie jetzt von der Planung bis zur Umsetzung gebraucht? Wie lange waren Sie damit zugange? Knapp zwei Jahre. Kriegt ihr ja alles gar nicht zusammen. Aber ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, wo wir uns gut aus. Der sieht ja super aus hier. Passt ja wunderbar hin. Ja, denken wir auch. Ne? Ja. Ja, ist toll. Gelungen. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Ja, das ist ein Buch habe ich mitgebracht. Hat er wohl stehen. Ein offener Bücherschrank ist ja eigentlich nichts Neues. Aber in Volmarstein jetzt schon. Seit kurzem steht dieser gewünschte, von uns gewünschte Bücherschrank hier an prominenter Stelle in der Grünanlage Hilliges Püttgen. Gesagt, getan, ganz oder gar nicht, das war die Devise. Und um allen Ansprüchen gerecht werden zu können, ist die Wahl auf die Firma Urban Life in Köln gefallen. Die Spendensammlung konnte also beginnen. Es folgten Aushänge, Hausbesuche mit persönlichen Ansprachen und auch der Einwurf von Flyern in Briefkästen. Persönliche Anschreiben per E-Mail haben dann die Werbung für Spenden erweitert. Und durch die engagierte Mitwirkung von Magdalena Halasikote und auch von Corinna Schlink, die noch nicht da war, aber inzwischen eingetroffen ist,
Und später auch von Birgit Kempker ist das Projekt Bücherschrank Vollmersteindorf aktiv weitergeführt worden. Die Sammlung von Spenden wurde nochmals erweitert, insbesondere durch die Anfragen bei Firmen und Unternehmen. Mehrere Förderanträge bei Stiftungen sind gestellt worden und einige von ihnen haben auch das Projekt Bücherschrank hier in Vollmerstein finanziell mit unterstützt. Alle Spender sind auf der Folie an der Seitenwand des Bücherschranks namentlich genannt und freuen wir uns abschließend über das gute Gelingen und auf eine gute Zeit. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Initiatorinnen, muss ich ja an der Stelle sagen, das sind ja alles Damen, die sich hier entsprechend engagiert haben für den Bücherschrank. Also ich kann jetzt erstmal nur sagen, auf den ersten Blick, es ist wirklich, wie ich finde, außerordentlich gut gelungen. Und es passt hier wunderbar hin, hier ins hillige Püttgen, was ja letztendlich auch ein ganz besonderer Ort hier für den Ortsteil Vollmerstein, für den Dorfkern von Vollmerstein ist. Mit großer Hartnäckigkeit, wie ich ja auch verfolgen konnte, haben Sie das Ganze verfolgt, denn die Idee ist ja schon ein bisschen älter, aber Sie haben sich dieser Idee eben angenommen und das ist ja auch immer wichtig, dass es Menschen gibt, die dann am Ende nicht nur die Idee haben, sondern die am Ende auch anpacken und sagen, dann gehe ich das Ganze mal an. Und das haben Sie hier gemeinsam ganz toll gemacht, wie ich finde. Und die Kollegen haben, glaube ich, auch dazu den richtigen Platz gefunden. Wir haben das gerade eingangs ja schon mal erwähnt. Deswegen auch natürlich danke nicht nur an die Initiatorinnen für ihre Hartnäckigkeit und ihre Arbeit, sondern natürlich auch für Herrn Nabert, der, wo wir wissen, mit dem Stadtbetrieb immer gerne zur Seite steht und dann auch hilfreich ist, wenn solche Dinge umgesetzt werden. Ich glaube, so muss also gemeinsame Arbeit zwischen ehrenamtlichen Engagement und auch der Stadt gut funktionieren. Allen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie das hier im Dorf Vollmerstein dann auf die Beine gestellt haben. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt viele Mitbürgerinnen und Mitbürger den dann auch nutzen, ihn auch so nutzen, wie er zu nutzen ist. Ich sage das immer dazu, weil halt eben solche schönen Dinge, wenn man sie denn hat, die müssen auch pfleglich behandelt werden, damit sie auch so bleiben, wie sie sind. Und wir wollen hoffen, dass alle in dem notwendigen Respekt halt mit diesem Bücherschrank auch umgehen werden. Ich denke, dann werden sie hier am hilligen Püttgen auch viel Freude haben, denn solche Orte wie hier und ergänzt halt eben durch die Möglichkeit, sich auch auszutauschen, sind ja auch ganz wichtig für so eine örtliche Gemeinschaft. Da kommt man zusammen, da kann man miteinander reden und da kann man sich austauschen. Nochmal Ihnen allen ganz, ganz herzlichen Dank für das Engagement, für die gute Vertragspartnerschaft, für die Zukunft und ja, ich wünsche denen Bücherschrank viel Austausch, also dass viele Bücher reinkommen, rauskommen und die Menschen das vor Ort hier dann auch ganz intensiv nutzen. Und deswegen will ich auch ein Buch über das Rathaus unserer Stadt schon mal reinstellen, damit halt eben da auch ein bisschen mehr noch drin ist hier. Wo kommt das hin? Es ist noch nicht systematisiert. Macht nichts. Das ist der zweite Schritt. Es ist jetzt einfach Ihr Platz, den Sie sich aussuchen, ist dann der prominente Platz für das Buch. Auch das ist eigentlich... Wir stellen es einfach mal rein. Ich glaube, es kommt auch gar nicht so sehr drauf an. So, ja, alles Gute, vielen Dank. Also ich habe jetzt auch was für Kinder aus Schwellen. Ich bin die Bude bringen. Das ist noch ein Kinder. Ja. 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 Ja